Die Faszien sind ein bisschen ein neues Phänomen, weil man sie schlicht und einfach von über 10 Jahren kaum beachtet hat und auch bei den anatomischen Untersuchungen jeweils in Abfalleimer geworfen hat. Inzwischen wissen wir aber, dieses Material lässt sich nicht vom Muskelmaterial trennen. Es umgibt ja den Muskel und durchdringt die Muskeln, ähnlich wie die weiße Schicht bei einer Orange, nachdem wir die gelbe Schicht weggenommen haben. Nun, diese Schicht ist eben nicht nur totes Material, sondern es kann sich zusammenziehen, es kann sich kontrahieren. Es kann sich kontrahieren zum Beispiel auf Hormone, also kommt mehr Adrenalin in den Körper rein, hat es einen Effekt von Kontraktion, vom Zusammenziehen auf dieses Gewebe. Es ist also ganz, ganz dicht mit dem Nervensystem und so mit der Atmung in Verbindung. Gut, dieses Kontrahieren war mal das eine, das man herausgefunden hat und das von hoher Bedeutung ist. Und das andere war dann die Bedeutung der Wahrnehmung. Wir wissen, dass dieses Faszienmaterial eigentlich mehr Sensoren, 6 bis 8 mehr Sensoren hat als zum Beispiel Muskelgewebe. Ja, also vieles meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt hier in der Plantarfaszie meines Fußes und rolle die aus mit so einem faszienaktivierenden Release, ist die Wahrnehmung der Faszien. Also was ich da, wo ich ihn wahrnehme, dass mein Fuß, das ist viel Spannung, wenig Spannung, da tut vielleicht auch etwas weh, das sind die Sensoren der Faszie. Nun, der Schmerz, ja, wenn ich jetzt da einen Punkt habe und ich bleibe, dann ist so ein Wohlschmerz da. Und das sind eigentlich Verdichtungen in diesem Gewebe, die ich eigentlich durch den Druck und den Release, ich merke schon, mein Körper entspannt sich, meine Atmung entspannt sich jetzt, auflösen. Das ist ganz ähnlich, ich würde das direkt vergleichen mit Haaren. Ja, unsere Haare, die bürsten wir ja auch jeden Tag und die können halt auch verfilzen und dann wird diese Kraftzugübertragung verändert. Bürsten wir dir dann, also machen wir diese Faszienpflege mit Bällen, mit Blöcken, mit Bewegung, mit Wasser trinken, mit gesunder, eiweißreicher Ernährung, dann pflegen wir diese Faszien und das ist eigentlich, als würden wir diese Haare, diese Fasern wieder ausrichten, so dann diese Elastizität und Stabilität reguliert wird. Und das ist auch ihre Aufgabe, ja, diese Stabilität und Mobilität. Alle Faszien sind aufgebaut aus Eiweißen und Kollagen. Kollagen wäre zuständig für das Stabile. Und dann haben wir auch Eiweiße und Elastin. Das Elastin wäre quasi zuständig für das Mobile. Ich gebe gleich ein Beispiel dazu. Während ich hier jetzt mal mich um meine Wade kümmere, ja, ich könnte jetzt auf einer Rolle sein, auf einem Ball. Ich könnte jetzt hier auch einfach die Kante des Blockes nutzen, um ein bisschen dieses tiefere Gewebe zu bearbeiten. Merkt ihr, wie der Fuß, der spannt sich dann reflektorisch an. Und wenn ich mir dann bewusst in die Entspannung gehe, kann ich den Fuß loslassen und dann ist es eben Faszien Release. Ich bleibe jetzt gleich hier im Moment und mache weiter mit meiner Erklärung. Wir nehmen ein Kaugummi. Ja. Ein Kaugummi, der kann hart sein und steif sein. Ein Kaugummi kann aber auch durch Wärme im Mund und durch Bewegung, durchs Kauen, aus über 300-fache elastisch werden. Und das können die Faszien auch. Ja, also sie sind entsprechend sehr trainierbar in die elastische Richtung, aber auch in das erhaltende, stabilisierende Richtung. Und je nach Ort im Körper ist beides unterschiedlich notwendig.
Also die Regulation dieses eben Elastin, Kaugummi, und dieser Kollagenfasern, das Stabile. Genau. Wir gehen jetzt noch eine Stufe höher. Ich habe vorhin die Fußsohle bearbeitet, die Waden. Jetzt gehen wir in Hamstring, könnte ich auch. Das geht sehr gut mit dem Ball. Ich gehe jetzt aber zuerst ins Gesäß und möchte euch hier zeigen, dass das eben sehr gut möglich ist mit auch Yoga-Blöcken, dass wir hier sehr viel tun können mit den Blöcken. Und ich gehe jetzt einfach schön auf diese eher harten Kanten in das Gewebe meines Gesäßes. Schau mal, ob ich da einen Punkt finde. Und wenn mich dann ein Punkt zur Anspannung bringt, dann bleibe ich da, bis ich die Atmung ganz nach unten schicken kann. Ich sage immer, Faszien bearbeiten, das ist eigentlich wie Zähneputzen, machen wir auch jeden Tag, Haarebürsten auch. Warum nicht das Bindegewebe pflegen? Ja. Löst sich schon auf. Und dann können wir hier das Gesäß noch ein bisschen weiter untersuchen. Genau, also wir haben sehr viele Art und Weise, dieses Gewebe zu beeinflussen, Release da vorzunehmen, wo vielleicht Schmerzen, Blockaden, Störungen, Knöpfe vorhanden sind. Schmerzen vorhanden sind, jetzt kommt die Lumbalfaszie zum Ausdruck, ja. Wenn wir uns auf das Bild erinnern im Skript, seht ihr hier diese rautenförmige Lumbalfaszie. Und wir wissen, das sind diverse Muskelschichten, die übereinander liegen. Und man weiß inzwischen auch, dass die meisten Rückenbeschwerden einen Zusammenhang haben zu der Dichte dieser Faszie. Also die kann eben verfilzen, wie die Haare auch. Entsprechend kommt dann weniger Wasser, weniger Stoffwechsel rein und raus. Und durch die Dichte, durch die Rasters quasi, löst sie dann dauernd diese Schmerzpunkte, aktiviert sie diese Schmerzpunkte auch. Good News, man kann die bearbeiten und kann unmittelbar Einfluss nehmen auf Schmerzzustände, sofern der Schmerz aus dem Fasziengewebe kommt. Ich gehe jetzt hier nochmal auf meinen Ball. Ich mache die unterschiedlich. Ich schaue es gleich. Genau, ist gut. Ich nehme den Ball rechts von der Wirbelsäule und gehe da zwischen Beckenkamm und Wirbelsäule rein und löse mir hier die rechte Lumbalfaszie. Das sind speziell Bälle, ein bisschen elastischere Bälle. Und ich trage aber auch schön Gewicht auf den Füßen. Spüre ich jetzt einen Punkt, schaue ich, dass ich da vielleicht ein bisschen unterlagern kann, mein Gesäß hier, dass ich voll das Gewicht reingeben kann, ohne mich dabei in eine Streckung zu begeben. Ja. Also gerade die Lumbalfaszien, Rückenbeschwerden sind da ganz, ganz dicht in Beobachtung. Und wir haben ja früher auch immer gesagt, bei Schmerzen, Bettruhe. Bettruhe war die Hauptindikation. Und wir wissen inzwischen, Bewegung ist eigentlich das, was den Körper und auch die Schmerzen heilt. Außer es ist ein akut entzündlicher Prozess vorhanden, dann, wie wenn man Fieber hat, braucht es vielleicht auch mal Ruhe. Wir gehen jetzt weiter die Bahn hoch, noch zwischen die Schulterblätter. Ich lege mir hier dafür den Block längs hin. Das geht dann auch ganz schön mit den Doppelbällen. Könnt ihr auch gut einfach einen Tennisball zusammen tapen, zwei Tennisbälle. Ich gehe jetzt da drauf und bohre mir so ein bisschen die Kanten des Blockes in dieses Erektormuskelgruppe, in diesen Sphilae meiner Wirbelsäule und schaue, ob ich da Verdichtungen habe. Wenn ich die habe, bleibe ich und atme, bis sich das auflöst. Ja, die Faszien, letzte Stelle, sind aber nicht nur wichtig im Zusammenhang mit Faszien-Release. Wenn wir Muskeln trainieren, trainieren wir auch Faszien und umgekehrt.
Sie lassen sich nicht von dem Muskel trennen. Als letzte Stelle den Schädelbasispunkt. Hier lege ich den Block auf den Schädel, mache ein leichtes Doppelkinn und roll dann diese Schädelbasiskante ganz sanft aus. Mit dem Druck, dem mir eben dient. Das ist eine ganz wichtige Stelle im Körper, die Schädelbasisstelle. Und auch hier, oder? Ich kann das mit einem Yoga-Block machen. Ich könnte ihn sogar antippen und festhalten. Sehr, sehr beliebt auch bei Kopfschmerzen, muskelspannungsbedingten Kopfschmerzen. Oder eben mit den Doppelbällen liegend, aber ich zeige es jetzt noch stehend. Also es gibt da endlose Möglichkeiten, aber eine wunderbare Ergänzung auch zu dem, was euer Körper braucht. Here we go. Ich gehe mal oben drücken, lehne mich zurück und roll da noch aus.